Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 6x15 Minuten Rückengesundheit. Schön, dass du dabei bist. Heute kümmern wir uns um Muskelketten. Wenn wir uns im Alltag bewegen, dann machen wir das nie so, dass wir einen Muskel nur isoliert bewegen, zum Beispiel so, sondern wir greifen uns zum Beispiel einen Apfel, greifen mit den Händen, drehen den Arm und führen dann die Hand zum Mund. Und wenn wir uns jetzt bewegen und effizient trainieren möchten, rückengerecht trainieren möchten, dann sollten wir eben nicht unbedingt isoliert trainieren, sondern mehrere Muskeln miteinander bewegen. Und genau das werden wir tun. Mach so mit, wie es geht. Richte dich auf jeden Fall erstmal auf, natürlich. Stell deine Füße in eine hüftbreite Position und wippe mit deinen Knien ganz leicht Richtung Fußspitzen und immer wenn du hochkommst, hebst du eine Fußspitze an. Einmal rechts, einmal links. Natürlich machen wir uns etwas warm, bevor wir dann kräftigen. Denk dir die Krone auf dem Kopf, die du nach oben in Richtung Decke schiebst. Und immer wenn jetzt deine rechte Fußspitze hochgeht, kommt deine linke Schulter hoch und umgekehrt. Genau. Also, diagonal. Hochziehen und fallen lassen. Und dann kreist du die Schultern nach hinten. Mach ruhig langsam. Kreise rechts, wenn deine linke Fußspitze hochkommt. Sind deine Fußgelenke schon? Kniegelenke, Brustwirbelsäule, Schultergelenke, Schultergürtel. Lass jetzt die Fußspitzen unten und kreise mit den Schultern und lass jetzt deine Arme schwingen. Das heißt, einmal rechter Arm vor, linker Arm vor, Oberkörper geht in die Bewegung und die Knie wippen in Richtung Fußspitzen vor. Jawohl, werde ruhig größer. Nimm auch deinen Blick mit, wenn du möchtest. Und jetzt gehen die Arme nach rechts und links. Einfach weiter schwingen. Vor deinem Körper hin und her bewegen. Ganz schwer fallen lassen. Deine Beine etwas weiter in die Grätsche und verlagere jetzt. Dreh die Ferse mit nach oben. Und die Arme schwingen nach unten durch. Und dann wirst du kleiner, pendel deine Arme aus und nimm jetzt deinen rechten Fuß nach hinten und den linken Fuß nach hinten. Das heißt, du bewegst dich schon hüftbreit hier mit deinem Fuß zurück. Und wenn rechts hinter geht, der rechte Arm nach vorne. Gerne in deinem eigenen Rhythmus. Und dann wirst du etwas langsamer und stopp mal kurz. Schau mal, vorderes Knie ist über der Ferse. Wenn du jetzt nach hinten gehst, unten gehst, achte darauf, hintere Oberschenkel senkrecht Richtung Boden. Die Hände hätte ich dann gern am Kopf, wenn es geht. Geh nur so tief, wie es für dich passt. Dann wechselst du, kommst hier tief, geh so tief, wie es für dich passt, komm wieder hoch. Wenn dir das zu wackelig ist, du kannst auch die Hände zu den Schultern nehmen oder einfach geöffnet lassen. Mach so, wie es geht. Jawohl, Beinkraft ist ganz wichtig für den Rücken, wenn wir
Kraft in den Beinen haben, dann können wir zum Beispiel Dinge vom Boden aufheben, indem wir das aus der Beinkraft tun und nicht mit dem Rücken. Schwere Dinge vor allem. Bleib jetzt unten. Stopp. Bleib hier. Dreh dich zum vorderen Bein. Komm wieder zur Mitte und wechsel gleich die Seite. Nochmal. Tief. Dreh dich. Komm wieder zur Mitte und wechsel. Sehr schön. Ausfringen den Bauch. Alles dabei. Beinkraft, Bauch, Rücken, Gleichgewicht. Nochmal. Atme nicht vergessen. Geht noch. Jede Seite einmal. Wenn es nicht mehr geht, wie gesagt, schon auslockern. Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte und lässt deine Beine hüftbreit und lass die Arme ganz entspannt nach unten durchschwingen. Aufrichten. Und wenn du jetzt hochkommst, dann versuchst du immer ein Bein zurückzustellen. Schau mal. Und kommst wieder locker und stellst ein Bein zurück. Bist du dabei? Nochmal locker. Ein Bein zurück. Becken bleibt parallel zum Boden. Unten locker. Hier gleich ein bisschen Stabilität fordern. Locker, stabil. Nochmal. Halte dann hier. Stopp, bleib da. Vielleicht kannst du auch dein Bein anheben. Die Arme nach vorne. Und jetzt stell dir vor, du hast etwas Schweres vor dir liegen. Du möchtest es ganz nah an den Körper ziehen, kraftvoll, Schultern zurück, Ellbogen nach hinten und wieder nach vorne. Gerne unten tippen. Kraftvoll und wieder runter. Bauch fest, spür deine Rückenmuskulatur. Nochmal und wieder zurückkommen und locker. Beinkraft auch, oder? Durchschwingen, hinten tippen. Standbein merkt man da. Und dann halte die andere Seite hinten. Denk dir wieder etwas Schweres. Vielleicht ein Bein heben und letzte Runde. Kraftvoll hoch und tief. Noch zweimal, wenn es nicht mehr geht, Pause. Und aufrichten und locker rechts, links nochmal schwingen, ganz entspannt. Super. Lass deine Beine jetzt hüftbreit stehen, also ruhig etwas breiter als hüftschmal. Gut. Und die Schulter nach hinten unten setzen. Jetzt denkst du dir hinten einen Stuhl, auf den du dich setzt. Und wenn du hier nach unten kommst, wichtig ist, dass die Oberschenkel parallel zueinander bleiben. Gehst du mit deiner rechten Hand zum Beispiel entweder ans Knie oder sogar bis zum Fuß runter und drehst den linken Arm auf oder umgekehrt. Kommst dann wieder hoch und wechselst gleich die Seite. Denk an deine Oberschenkel
Egal wie tief du gehst, alles ist richtig. Und wieder nach oben. Nochmal. Tief ziehen. Nochmal Beinkraft. Rotation. Du kannst auch die Hand zur Schulter nehmen oder den Arm, ist natürlich etwas schwerer. So geht es auch. Nur so ein Stück nach unten. Es gibt mehrere Wege. Rücken gerade. Und wenn du hochkommst, ist dein Po der Muskel, der dich nach oben schiebt. Sehr gut. Dein Po drückt dich hoch. Wie viel gehen noch? Gleich geschafft. Ein letztes Mal noch wechseln und hochkommen, lockern. Rechts und links die Schultern kreisen nach hinten, die Füße gehen mit in die Bewegung. Lass wirklich locker. Und dann bleibst du noch einmal hier in der Mitte, die Schultern zurückziehen, deine Hände vor dem Körper fassen, ganz entspannten Nacken. Und jetzt kannst du auch hier körpernah bleiben, das ist einfacher. Oder lange Arme, heb deine linke Ferse, dreh dich, dreh das Knie. Und wenn du jetzt zur Mitte kommst, dann stoppst du die Bewegung hier ab, als wolltest du etwas übergeben, rechte Ferse heben, ein Geschenk übergeben und dynamisch zurückbremsen. Tiefe Bauchmuskulatur. Jawohl. Aus der Bewegung abbremsen. Ganz kraftvoll. Die letzten Male noch 4, 3, 2, einmal und lösen. Sehr, sehr gut. Nimm ein Bein zurück, Fußspitzen zeigen in eine Richtung, öffne deine Arme. Und versuch vorne zu beugen, hinten zu strecken, sodass du die ganze Vorderseite spürst. Mach dich auf und komm zurück. Lass locker. Andere Seite öffnen, vorne beugen, hinten strecken und so richtig weit die Vorderseite aufmachen. Nochmal wieder lösen. Noch einmal. Wechseln. Jetzt kannst du die Arme auch etwas höher nehmen oder tiefer, wie es für dich angenehm ist. Wieder locker. Wechseln. Fußspitzen in eine Richtung. Und locker schwingen um den Körper. Nimm die Beine mit, lass deine Arme um den Körper schwingen. Fleißig. Ganz langsam zur Mitte pendeln, die Schultern zurückreisen. Wie fühlst du dich? Gestärkt, hoffentlich. Atme ein, atme aus, atme ein, öffne deine Arme, zieh die Ellbogen zurück und entspanne dich. Danke fürs Mitmachen.
Morgen wollen wir Mobilität steigern, also unsere Beweglichkeit steigern. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn es dir heute Spaß gemacht hat, gerne auf Gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Wenn du Lust hast auf mehr, dann schau da oben im Infopunkt, da findest du die ganze Übungsreihe. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal. Da findest du auch ganz viele Playlists mit unterschiedlichen Themen, zum Beispiel auch Wirbelsäule oder Physio-Fitness. Vielleicht interessiert dich das auch. Geh mal rein und schau dir die Videos an oder mach mit. Ansonsten gerne meine Arbeit wertschätzen. Den Link würdest du unter dem Video finden. Da steht deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du entscheiden, mit wie viel du meine Arbeit unterstützen möchtest. Vielen Dank an die alle auch, die es bereits tun. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich auf dich. Bis dann.